Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Rising World Überleben. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, mein Doppelbett ist leer, die Dame ist immer noch am Duschen unten. Die duscht für immer und ewig, glaube ich. Und ja, wir sind dabei, einen übelst großen Turm zu bauen. Und der soll ein bisschen skurriler werden, habe ich mir so gedacht, so mit einer Kurve drin und sowas, weil Physik spielt hier ja keine große Rolle. Noch nicht jedenfalls. Und ja, das wollen wir natürlich dann ausnutzen. So, sag mal, bist du irgendwann mal fertig mit Duschen, junge Frau? Ja, ich muss auch mal da rein. Ich stink schon wie die Hölle. Gut, machen wir die Tür wieder zu und Ofen auch zu. 3-2 Smoker. Ja, und jetzt müssen wir Holz uns besorgen. Und ich würde gerne ein bisschen spazieren gehen, Holz hacken wie bekloppt und gleichzeitig Setzlinge wieder farmen. Das machen wir ja so gerne. Hier wächst nämlich auch schon ganz viel. Ihr seht hier jetzt unsere Farm, unsere Birkenfarm wird das hier. Ich möchte die eigentlich gerne noch erweitern, weil sich das echt lohnt. Aber wir brauchen noch ein bisschen Holz, auf jeden Fall. Ein bisschen habe ich ja sogar noch, sehe ich gerade. Aber das, ich teste erstmal, wie viel das ist, damit wir erstmal bauen und dann wieder Holz holen. Nicht, dass wir jetzt die ganze Folge nur Holz holen. Das wäre ein bisschen langweilig. Ich muss eine Birke, komm, die machen wir tot. Ich mache jetzt tot die Birke. So. Weg mit dir, nieder mit den Birken. Eine Birke geht, eine neue Birke kommt. Eigentlich stehen ja noch 10% der Birke, aber nein. Die hacken wir jetzt auch noch weg. Weil wir es können. So, jetzt habe ich wieder einen Birkensetzling. Ja, supi. Man kann nie genug Birkensetzlinge haben. Den packen wir doch da auch mal in unsere Farm. Und die hacken wir dann alle kurz und klein. Wenn sie dann mal in 10 Jahre größer geworden sind, ne? Das dauert ja hier. Gut, ich gehe jetzt einmal ganz kurz in die Werkstatt. Ich schaue mal, was wir erledigen können hier, was das, Mission Zaunentfernung. Es muss heute auch noch im Angriff genommen werden. Oh, er sieht, dass ich diesen Scheißzaun so elend langgezogen habe. So. Dieser Scheißzaun. Der macht mich echt wahnsinnig. Ich will den unbedingt weghaben. Aber sind wir auf dem besten Wege, den zu entfernen. Ja, die letzten Tage kam kein Rising World. Ich komme momentan nicht hinterher, was das Uploaden betrifft, weil die Videos alle so verdammt groß geworden sind. Und ich kann die nicht rendern. Dann haben die immer so einen knackenden Ton, wenn ich sie mit Shadowplay aufnehme. Das ist ein bisschen komisch. Aber vielleicht kriege ich das ja nochmal irgendwann im Griff. Aber jetzt so langsam geht's wieder. Holzplanken. Die sind es maximal. Das ist aber echt ein Haufen. Das ist aber wirklich ein ganz schöner Haufen, ne? Das stimmt mich gerade mal ein bisschen glücklich. Gut, los geht's. Ja, dann bauen wir doch ein bisschen höher. Ja, das wird ein ganz verrückter Turm. Das sage ich euch. Ein ganz schicker... Okay, den Fahnen lassen wir mal. Ich wollte jetzt den Fahnen wegkloppen. Aber den lassen wir doch mal drin. So, ist das ein neues Lied? Ich kenne das gar nicht. Den möchte ich so ein bisschen höher ziehen. Dann macht er so eine Kurve nach der Seite. Vielleicht so eine kleine Drehung. Irgendwas ganz Verrücktes. Denn der soll irgendwie ganz skurril aussehen. Das finde ich ganz witzig. Und der soll verdammt hoch gehen. Also er wird maximal hoch sein. So hoch, wie wir hier bauen dürfen in dem Spiel. So. Und jede Folge gewinnen wir an Meter. Hep. So, es wird natürlich irgendwann mal lebensgefährlich hier oben. Keine Frage. Also ich glaube, es ist schon tödlich, wenn wir da runterfallen. Deswegen brauchen wir gleich wieder ein scheiß Gerüst, habe ich vergessen. Hep. Dann brauchen wir jetzt tatsächlich erst wieder ein Gerüst. Och Mann, ey. Und dieser Kabel von meinem grünen Headset. Es ist so lang und ich sitze dann manchmal drauf und dann bewege ich den Kopf und dann ziehe ich mir das Headset auf die Birne. Oh, das ist nervig, ist das? Gut, ich gehe erstmal runter wieder. Bisschen blöd gelaufen jetzt, weil ich muss natürlich erst ein Gerüst haben. So, runterquälen, komm. Dann habe ich jetzt nur eine Frage an euch. Gibt es von euch schon Pokémon Go Spieler? Ich verstehe diesen Hype nicht von diesem Pokémon Go. Es ist ja... Also ich habe mir das natürlich runtergeladen, ist ja umsonst. Aber was habe ich davon, wenn ich jetzt hier 15 Kilometer zum nächsten Pokémon laufe? Ich kann auch ein Auto nehmen, aber was soll das? Verstehe ich nicht. Ich habe gerade einen Stream gesehen, der spielt das auch noch mit einem GPS-Hack. Er sitzt zu Hause am Computer und teleportiert sich und holt sich gerade im Central Park aus seinem Keller da in Deutschland seine Pokémons im Central Park. Es ist doch... Ich verstehe das alles nicht mehr. Naja, vielleicht habt ihr ja
Vielleicht habt ihr ja mal, könnt ihr mir mal erklären, was daran so toll ist an dieses Pokémon Go. Ich verstehe das einfach nicht. Ich werde es gleich mit meinem Sohn mal machen. Die Mama ist beim Arzt, ist aber nichts Schlimmes. Und ja, dann werde ich mal mit meinem Sohn Pokémon Go machen. Mache ich im Kiosk mal eine Tüte Bonbons und Eis. Vielleicht lohnt sich ja das ja. Vielleicht finde ich ja ein Pokémon unterwegs. Ich weiß es nicht. Gut, ich kenne mich ja echt nicht mit aus. Ne? Pokémon sind an mir vorbeigegangen. Ich bin 34. Ne? Da war die Pokémon-Zeit war gerade eben vorbei, als ich Kind war. Da war ich schon erwachsen. Gut, ich überlege gerade, ein Gerüst kostet 20 Holz. Holz können wir ja selber craften, ne? Bauelemente, ja, hier ist immer falsch. Holz können wir ja selber machen. Rohstoffe, maximal 20. Oh, das ist natürlich eine Zahl, ne? Die passt gerade mal optimal. So, rampiges Gerüst. Pokémon Go. Naja, lasse sich immer was Neues einfallen. In Düsseldorf war die Straße rappelvoll mit Menschen, die Pokémon Go gespielt haben. Also sehr, sehr gruselig. Vielleicht stehen die da auf der Stelle, werfen die diesen Ball dann auf den Pokémon und dann haben sie ein Pokémon gefangen. Was habe ich denn davon? Gar nichts. Naja, ich muss es einfach mal machen mit meinem Kind. Ich werde euch dann in der nächsten Folge davon berichten, wie viel Spaß ich hatte, Pokémon zu werfen. Bewerfen. Mit Steine oder Kacke oder irgendwas. Gut. Das Gerüst funktioniert hier ganz gut, finde ich jedenfalls. Oh, das war knapp. Ich bin noch am Zaun lang gerutscht. Am Gerüst. Er hat richtiges Schmerzen gehabt. Habt ihr gehört? Oh, hat da. Lebensgefährlich hier. Lebensgefährlich. So, wo ist mein Gerüst? Da ist es. Axt brauche ich ja momentan nicht. Platzieren. Oh, das war aber jetzt schon echt saugefährlich, da runter zu fallen, ne? So gut, egal. Wir haben überlebt. Weil wenn man so lang schleift, glaube ich, hält das ein bisschen besser. So, ein paar Einzelsätzen einfach nur für den Effekt. So. Rupp. Ah, muss drauf zielen. Oh, das war auch schon wieder knapp. So. Oh Gott. So weit geht nicht. Schade. Fehlen ein paar Zentimeter. Oh, was ein Turm. Zu weit. Na, ihr Elche, ihr denkt auch, was macht dieser Mensch da? Warum haut er nicht einfach ab und spielt Counter-Strike? So. Das wird ja schon einen Meter höher. Wir werden die Farbe dann verändern vom Turm. Er darf ja ein bisschen skurriler werden. Und einfach nur steil nach oben. Voll öde. Zup. 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 Boah, ist das schnell. Zup. Haben wir ganz schön viele Blöcke. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viele bekommen. Oh, jetzt sind wir schon ein bisschen zu hoch. Aufgepasst. Am Ende Ärger mit unseren Gerüst. Das wollen wir natürlich nicht. Wird es auch für den Ärger geben. Das wird schon irgendwie klappen. Hauptsache wir fallen nicht runter. Und doppelt ist nicht so schlau, weil, obwohl hier einmal geht, ja. Weil wir dann nicht mehr hochkommen. Ne? Obwohl wir bauen ja noch ein Gerüst drauf. Das ist eigentlich Jacke wie Hose. Rupp. Boah, wie viele Blöcke habe ich denn? Ist ja der Knaller. Hat genau gepasst. Und ich habe noch zwei Stacks. Heftig. Wir brauchen noch ein Gerüst. Die zwei Stacks will ich auf jeden Fall noch verarbeiten und runterkommen. Boah, ist das hier hoch. Hm. Sehr schön hier. Ist so ein bisschen langweilig von außen, ne? Wenn man so ein... Der ist ja einfach nur... Ist ja einfach nur ein Klotz, ne? So. Birke, töten. Zap. Die Birken werden getötet. So komisch, dass die so eingefrorene Birken mitten im Grün stehen. Was wundert mich eigentlich, ne? Und die Tanne da. So. Eine stirbt, zwei werden wiedergeboren. Ein Kreislauf des Lebens.
Ein bisschen heftiger Kreislauf, ein schneller Kreislauf. So. Ich habe noch Durst. Sehe ich gerade. Dann haben wir das Problem auch gelöst. So. Birken, 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 Birken. Wir haben kaum HP verloren, ne? Von dem ganzen Sturz gerade. Und klapp. Boah, drei. Also wir haben jetzt zwei Birken gefällt und pflanzen fünf neue. Wenn das nicht mal fair ist für die Natur. Und die machen wir auch mal platt. Die sieht einfach kacke aus. Warum ist sie denn eingefroren? Ich schnell das nicht. Ich stehe auf ganz normale Wiese. So. Wo bist du alles? Da. Eine neue Tanne. Sehr schön. So. Die Tanne, die will ich wieder da haben, wo sie war. Die ist dann auch nicht eingefroren, glaube ich. Ne, die ist dann nicht eingefroren. Die sind wieder eingefroren. Das ist egal. So. Gibt da wieder ein paar Birken. Bup. Warum nicht, ne? So, mein Kirschbaum, der ist ein echter Arsch, ne? Der hat mir noch nie eine Kirsche kredenzt und ich will so gerne Kirschen essen. Okay, da fäll ich den Baum. Okay, was fällt er jetzt? Den Baum? Ja. Das ist schade. Was ist ein doofer Bug? Ein sehr doofer Bug. Und jetzt habe ich keinen Setzling gekriegt. Oder er versteckt sich irgendwo da. Dann können wir den wenigstens noch neu pflanzen. Wenn wir die Latte kaputt gemacht haben, schlauerweise. Stand ja jetzt genau hier. Da wird einfach ein neuer gebaut. Gepflanzt. Boah, dauert das lange. So. Leicht versetzt. So, jetzt können wir ein bisschen Zaun nochmal machen. Ich mache das die ganze... Dann haben wir die ganze Reihe weg heute. Das ist schon mal was Feines. So. Deta. Oh. Die ganze Reihe ist futsch. Unser großer Ofen. Holz habe ich ja jetzt gefällt. Haben wir die ganzen Blöcke noch in der Tasche. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Und zwar, das wollte ich gar nicht gucken, ein Gerüst. Ich wollte ja erstmal Holz machen, genau. Das war's. Holz. Maximal 80 Stück. Geil. Maximal 2. Jetzt kostet das... Hä? Okay, ich konnte 4 Stück machen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. 4 Stück. Die können wir jetzt schon mal in die Höhe bauen. So hoch soll das braune Element noch werden. Dann ist das schon eine verdammt gute Höhe. Werden wir gleich sehen, wenn die Türme dran sind, also die Gerüste draufstehen, werden wir erkennen, was abgeht. Es wird immer schlimmer, hier hoch zu gehen. Hup. Hup. Oh, oh. Hoffentlich kann ich das so drauf bauen. Ja. Und das nächste. Oh, das nächste bitte. Alter. Ich bin ganz schön mutig, oder? Einmal ganz nach oben. Ich bin der König der Welt. Das ist unser Haus. Wir können unser Haus von hier aus sehen. Sogar unser Bett. Wie cool. Es wird noch verdammt hoch, ne? Oh Gott, was habe ich hier geplant? Ich habe Angst. So.
So weit geht's nicht, leider. So. So, so, so. Bup, bup, bup. Okay. War meine Frau Zettel. Bin beim Arzt, Ben ist im Zimmer. Okay. Gut. Ich mache nicht mehr lange auf. So. Zap. Eins der Kammer noch. Boah, heftig, ey. Hab das Gefühl, wir kommen irgendwie länger mit den Blöcken aus. Seltsam. Aber da haben wir noch ordentlich was vor uns. Gerüstmäßig. So. Pupp. Man muss immer auf die Kante zielen, sonst geht das nicht. Das war knapp. So, wie hoch sind wir? Ich würde gerne eine Meterangabe haben. So. Ja, 16 Steine noch. Oh, geil. Zap. Oh Gott. Wann kommt Nebel? Wann kommen Wolken? Wann kommen wir im Himmel? Die Hölle? Die können wir ja auch noch hier unten runter reinbuddeln, dass wir dann von da aus direkt zur Hölle auch kommen. Wir kommen jetzt hier wieder rein. Scheiße. Mutig sein. Ja. Das Ganze von außen sieht wahrscheinlich ziemlich skurril aus. Ich hätte mal Metall nehmen sollen. Das wäre vielleicht cool. Ah ne, ich muss ja Metall finden auch. So viel Metall findet man nie im Leben. So. Da sind wir raus aus der Nummer. Boah. Der hat ja keine Fenster, kein gar nichts, ne? Das sieht ja furchtbar aus. Irgendwas muss ich mir überlegen. So, da steht er nu. Geplant ist noch viel. Mal schauen, was wir daraus machen noch. Bis dann. Bis zur nächsten Folge.